Das 19. Jahrhundert. Eine aufregende Zeit, in der neue technische Errungenschaften die Wirtschaft und Gesellschaft revolutionieren. Ohne Wissenschaft, ohne Forschung und ohne Menschen, die immer wieder das Unmögliche wagen, wäre das nicht machbar gewesen. Diese Innovationskraft und die Verbindung von Wissenschaft und Wirtschaft sind seit der Gründung von Zeiss vor 175 Jahren die zentrale Antriebsfeder unseres Stiftungsunternehmens. Vor über 100 Jahren haben die Familien Zeiss, Schott und Abbe ihre Unternehmensanteile auf die Carl Zeiss Stiftung übertragen. Aufgabe der Stiftung ist es, die Dividenden der Unternehmen in natur- und ingenieurwissenschaftliche Forschung zu investieren. Heute sind wir, dank des langfristigen wirtschaftlichen Erfolgs der Unternehmen, eine der größten wissenschaftsfördernden Stiftungen in Deutschland. Mit unseren Fördermitteln ermöglichen wir wissenschaftliche Durchbrüche und bringen Forschungsthemen für Gesellschaft und Wirtschaft voran. Zum Beispiel künstliche Intelligenz oder den besseren Umgang mit den natürlichen Ressourcen unserer Erde. Als einer der größten Förderer von Stiftungsprofessuren in Deutschland unterstützen wir die Etablierung von zukunftsweisenden Forschungsschwerpunkten an Hochschulen. Allein seit 2007 haben wir über 300 Millionen Euro für Wissenschaft und Forschung bewilligt. Das sind gut investierte Mittel für die Zukunft unseres Landes. Die Firma Zeiss hat ihre Wurzeln in Jena. Und so grüße ich Sie aus Thüringen. Ich gratuliere Ihnen zum Jubiläum und verbinde das mit einem ganz großen Dank. Dank für eine hervorragende, erfolgreiche Arbeit, die es unserer Stiftung ermöglicht, vielfältige Projekte in Gang zu setzen. Möglich wird all das durch die Weitsicht der Unternehmensgründer und der Stifter sowie durch die kontinuierliche Innovationskraft der Unternehmen, ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Deswegen herzlichen Dank an alle, die an dieser Erfolgsgeschichte beteiligt waren. Und herzlichen Glückwunsch zu 175 Jahren Zeiss. Das Team der Carl Zeiss Stiftung gratuliert herzlich zum 175-jährigen Jubiläum.